Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch heute mal mein Trail-Training zeigen und euch so ein paar Dinge erzählen, worauf ich achte, was mir wichtig ist und wie das Ganze so bei mir aussieht. Also viel Spaß beim Zuschauen! Zu Beginn eines jeden Trail-Trainings und generell jeden Trainings ist es mir wichtig, dass das Pferd eigentlich so mindestens schon um die 10 Minuten Schritt geht. Wenn es warm ist, kann es ja auch mal ein bisschen kürzer sein, aber ich achte schon darauf, dass wir gut einen Schritt gehen, Tempowechsel machen im Schritt, viele Linien reiten, allgemein, dass die Muskeln warm werden, die Gelenke geschmiert werden und einfach das Pferd so ein bisschen auf die Arbeit vorbereitet wird im Schritt. Hier seht ihr, was passiert, wenn man beim Aufbauen der Hindernisse zu schlampig ist mit den Maßen. Also absteigen und alles nochmal neu ablaufen und abmessen. Wenn euch die genauen Maße, wie man die grob abmessen kann, ohne einen Zollstock zu hantieren, interessieren, kann ich dazu gerne auch nochmal ein Video machen. So, hier reite ich halt jetzt weiter im Schritt. Da baue ich schon ein paar Stangen ein. Galoppstangen sind super fürs Training, weil man da in jeder Gangart drüber gehen kann, sowohl halt im Galopp als im Trab als auch im Schritt. Im Schritt kann man hier jetzt gut sehen, dass er da drei Füße reinsetzt und das dann perfekt passt. Fange ich im Schritt schon mal an mit leichter Biegung. Ich möchte, dass das Pferd sich um den inneren Schenkel stellt und biegt so ein wenig auf leicht gebogener Linie, ohne dass ich viel am Zügel mache. Ich persönlich finde gerade im Trailtraining das Warmreiten extrem wichtig, weil ich jetzt die Grundlage setze für die ganzen Einzelmanöver. Dann fange ich jetzt auch an mit leichter Trabarbeit. Ich persönlich mache es immer so, dass ich erst so 2-3 Runden auf jeder Hand ein bisschen jogge, auch schon mal über eine Stange. Weg vom Hufschlag, schöne Linien, große Linien am Anfang, um das Pferd nicht zu überfordern. Und ja, alles so ein bisschen lockern und zum Warmwerden. We'll be right back.
darf natürlich nicht fehlen. Nachdem ich so 2-3 Runden auf jeder Hand gejoggt bin, wird der Foxy auch vorwärts geschickt, dass er mal richtig die Beine streckt und richtig schön durch den Rücken schwingt. Auch im Vorwärtstraben kann man natürlich schon ein paar Stangen einbauen. Das hilft auch, um die Lockerheit im Pferderücken noch weiter zu erreichen. Schon mit richtigen Hindernissen. Einmal hier das Stoppen in der Box zwischen den zwei Stangen und über die Stangen traben in gewissen Linien. Ich mache es häufig so, dass ich mir eine selbst ausgedachte Pattern oder eine vorgegebene Pattern, wenn die mir bevorsteht, aufbaue. Dann beginne ich allerdings nicht direkt die Pattern zu reiten, sondern übe erstmal alle Einzelteile und füge das dann am Ende zusammen zu einer Pattern. Das Drehen in der Box. Da ist es ganz wichtig, dass das Pferd sich schön klein macht. Es soll allein nur über die Zügelhilfe, über den angelegten Zügel am Hals sich rund machen und drehen. Hier muss ich ab und zu mal nochmal mit dem Bein ein bisschen mehr und mit der Hand dem Foxy nochmal deutlicher zeigen, in welche Richtung er sich biegen soll. Das klappt aber schon super. In eine Richtung muss ich fast gar nicht nachhelfen. Hier muss ich jetzt einmal den Popo zurückschieben, weil er von alleine den Popo nach rechts geschoben hat, was ich ja nicht machen sollte. Und ja, ich finde, das macht er schon recht gut. Das sieht schon recht flüssig aus und das klappt schon echt gut. Und auch schon schön locker getrabt bin und ihn schön warm gemacht habe, galoppiere ich hier. Auch hier galoppiere ich erstmal schön im ruhigen Tempo, aber trotzdem in einem schönen Takt. Gehe auch schon mal durch die ein oder andere einzelne Stange. Hier geht es mir darum, dass er erstmal locker wird. Danach schicke ich ihn auch ein bisschen mehr vorwärts und komme dann wieder zu meinem Arbeitstempo, dem ruhigen Flow, zurück. Hier seht ihr, dass ich den Foxy, da er im Galopp doch nochmal meistens ein bisschen fauler ist, gerne mal noch mit Übergängen reite vom Galopp in den Leichttrab, damit er einfach schön locker wird und vorwärts läuft. Nochmal kurz mit Lisa den Parcours durchsprechen, also die Pattern, wie wir die reiten wollen, wo unsere Wege sind, wo unsere Übergänge sind und wo wir darauf achten müssen, was so Knackpunkte sind. Und die gehen wir einfach nochmal gerade kurz zusammen durch. Auch los mit dem Pattern reiten. Leider konnte ich die Kamera nicht so aufstellen, dass ihr die gesamte Pattern sehen könnt. Ihr könnt halt hier immer nur so ein paar Ausschnitte sehen. Thank you.
anspruchsvolles Zeitfasshindernis. Es beginnt damit, dass man zur ersten Stange hingaloppiert, dann anhält, neben der Stange, dann über die erste Stange einen Zeitpass macht, dann eine Vorder- und gegebenenfalls, je nachdem wie es passt, auch Hinterhandwendung zwischen den Stangen macht und dann nochmal einen Zeitpass in die andere Richtung zwischen den Stangen, also nicht über der Stange macht. Und das übe ich halt jetzt mit dem Foxy direkt nochmal, weil ich beim ersten Mal doch leider schon die Hand relativ hoch nehmen musste, um ihn gut zu korrigieren. Und ich einfach gerne möchte, dass ich das alles übers Bein machen kann, die Hand schön flach lassen kann und das alles übers Bein lenken kann und dass er schön flüssig seitwärts geht. Sind wir fertig mit unserer Arbeit. Ich persönlich finde das immer ganz gut, wenn die Pferde geschützt haben, dass sie nach der Arbeit sich sofort wälzen dürfen. Deswegen sattel ich meistens schon auf dem Reitplatz ab, weil sonst muss ich mit dem Pferd runtergehen, den abseiteln und wieder hochlaufen auf dem Reitplatz. Ich mache das ganz gerne so, Trense aus, Sattel aus und dann darf er sich wälzen. Er wartet auch immer brav, wenn die Trense aus ist, bis ich den Sattel abgemacht habe, also keine Sorge. Und ich finde das immer ganz schön und die Pferde freuen sich da immer total drüber. Trailtraining gefallen. Bei Fragen und Anregungen schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und auch meinen Kanal, wenn ihr mich gerne abonnieren möchtet und das noch nicht getan habt, könnt ihr das auch gerne hier tun. Und bis zum nächsten Video.